So, und da bin ich auch wieder bei einer neuen und illustren Folge. Hä? Nimm mit. Ja, ein Dreieckfragment. Ich bin total happy, dass wir das jetzt gekriegt haben. Ah, deshalb können wir da noch rein. Weil wir da jetzt den letzten Totenkopf gekriegt haben für ihren schönen Friedhof. Da längs hier hin. Navigiere die Kachel mit der Pfeile, vermeide Hindernisse und platziere die Kachel zu den richtigen Bildern. Kacheln bewegen sich gleichzeitig. Welche Kachel bewege ich denn? So, das hätten wir, das hätten wir. Unheimliche Musik. Master, I found the McGray's family amulet. I don't know if you can hear me. Oh yes, I hear you. How easy it was to direct your anger, my little pawn. Now I'll have revenge for my brother. And destroy all the McGrays on my own. I can find them in any time period. Ich bin im Friedhof. August hat seinen Mentor getroffen, der in die Vergangenheit eingefroren ist. Da er in der Vergangenheit eingefroren ist, kann er seine Kräfte hier nicht einsetzen. Es war ja klar, was für ein Plot-Twist. Ich bin begeistert. Ralph Maxwell. Wir können ihn aber beklauen. Ein Teil des Schlosses an Augusts Tasche fehlt. Gucken wir, was Richard möchte. There's something funny about a father's spirit speaking to his daughter at the graveyard. But speaking seriously, Anna, it's clear that our time traveler wasn't a villain. He was just a puppet. Schon komisch, wenn der Geist eines Vaters mit seiner Tochter spricht. Aber jetzt mal im Ernst, Anna. Wir wissen jetzt sicher, dass der Zeitreisende nicht der Bösewicht ist. Er war nur eine Marionette. It appears that the true villain knew what power the McGray's artifact had. He used it to take the time-traveling abilities for himself. You should look around. I have a feeling he lives somewhere nearby. And take this. It'll come in handy. Der wahre Bösewicht weiß, welche Mächte das Artefakt der McGray's hat. Er benutzt es, um selbst in die Zeit zu reisen. Schau dich genau um. Ich glaube, er hat es ganz in der Nähe. Der hat ganz in der Nähe gewohnt. Hier. Das wird sich als nützlich erweisen. Das wird sich noch als nützlich erweisen, meine Fresse.
Richard glaubt, dass der Mann von August seine Fähigkeiten an sich gerissen hat. Er war nur ein Teil des Plans. Initialien, NS, aha. Wie kann ich den Vogel verscheuchen? Mir würde was einfallen. Wir hatten auch schon jede Menge anderes Zeug gehabt, wo wir hätten angeln können, aber nein, man wirft ja immer gleich nach alles weg, nachdem man es einmal benutzt hat. Hier sind ein zweites Mal Initialien, hier ist sowas, hier ist zu. Wir behalten ja nichts. Hier ist ein verfaulter Griff, da ist eine wahrscheinlich eine Eisensäge. So, hier ist nichts weiter. Aber hier haben wir die Initialien. Steffen Nash, Louis Nash. Oder Louis. Alfred Gray und Nash, rest in peace. Gemeinschaftsgrab. Und hier haben wir noch Dornen. Ein kaputtes Amulett. Was fehlt denn da? Ich würde sagen, die komplett andere Hälfte. So, mein Gutes, dann beklauen wir dich jetzt effektiv. Brief von Ralf. August Nash von Ralf Maxwell. August, wir treffen uns heute Nacht auf dem Friedhof. Wir werden das Relikt der McGrays verwenden, um sie alle zu finden. Wenn wir mit ihnen fertig sind, bekommst du alles zurück, was dir zusteht. Whatever. Wow. Eine Leuchtpistole. Selbstverständlich haben wir jetzt eine Leuchtpistole. Ist der städtische Friedhof jetzt was Eigenes? Tatsächlich, wir kommen hier nicht mehr zurück. Guck mal, Leuchtpistole oder? Nein, das Wahrscheinlichste kann man wieder nicht machen, indem man Dinge einfach anzündet. Dann machen wir halt eine Schießwand auf einen Vogel. Oder daneben. Was haben wir denn hier? Eine Harke. Und noch ein Amulettstück. Ich muss herausfinden, wie ich die Teile zusammenfügen kann, indem man sie wahrscheinlich zusammenklebt. Nein, natürlich nicht. Was ist das? Eine Harke. Dann beseitigen wir mit der Harke mal das Gemüse hier. Aha. Jetzt haben wir einen Hahn und mit dem Hahn können wir jetzt hier garantiert das Wasser ablassen. Mich wundert, dass ich keine Schaufel haben wollte. Kleber! Und wir halten ein Feuerzeug. Ja, was... Ich frage erst gar nicht nach, warum ein Feuerzeug da drin war. Das ging schnell. Scheint ein sehr gutes Feuerzeug zu sein. Ralfs Haus. Okay. Das ist die Wohnung von Augusts Mentor. Ich sollte mich umsehen und herausfinden, wo er hingegangen ist. Neuaufgabe, Reise in die Vergangenheit von Ralf Maxwell. Aber ich sollte mich umsehen. Ja. Würde ich gerne. So, wen haben wir da? Edward Maxwell. 13 Kamelienobjekte. Überall sind Spinnen. Wie werde ich die Spinnennetze los? Wie hattest du es gerade ein Feuerzeug?
Und ich glaube nicht, dass du mit einem Schlag alles leer gemacht hast. Ich glaube, so ein starker Raucher bist du nicht. So, und ansonsten ist es hier erstmal zu dunkel. So reicht. Brothers Ralph und Edward Maxwell. Die sehen ja tatsächlich noch so aus, ey. Ich brauche etwas Scharfes. Das habe ich schon 10-mal wieder weggeschmissen. Natürlich ist das abgefallen. Wenn ich nur das richtige Werkzeug hätte, ja. Ein Holzstück, oh mein Gott. Und mal wieder rumsehen. Ralfs Tagebuch. Und ein Messer. Na dann, beginnen wir Kunstschändung. Das war doch draußen. Hier, ne? Ja, am Brunnen. Ich persönlich wäre ja mal wieder für ein Wimmelbildspiel. Oder allgemein für ein Wimmel. Stell das Bild wieder her, tausche die Kacheln aus und verwende eine extra Kachel. Was? So ist nicht ernst, oder? Ich würde fast behaupten, das passt da. Obwohl, nee, es passt nicht. Hoppala. Nicht ganz. Das passt schon eher. Es lohnt sich tatsächlich überhaupt nicht, den Rand anzufangen. Um Gottes Willen, ey. Oh Gott. Wenn ich wüsste, was es darstellen soll, dann wäre es ein bisschen einfacher. Ein Schalter. Nee, hier brauchen wir keinen Schalter.
Das fasse ich besser nicht an. Warum nicht? Sieht doch nett aus, der junge Mann. Hier hast du noch Watte, dann mach das sauber. Okay, ein Mini-Wimmelbild. Einen Code, einen Knopf. Figur, Kamm, Patrone. Patrone ist hier. Schere und ein Kamm. Na, jetzt. Super, ich habe einen Code gefunden. Leider falsch, dann hole ich noch dahin. Eins. Zwei. Drei. Vier. Oh, das Tricolor. Wahnsinn, dass ich mir den Namen gemerkt habe. Einen Meißel? Kann ich das damit? Nein, eigentlich nicht. Ein Schlossfragment. So, ansonsten haben wir da nur noch das. Können wir Meißel das Ding da rausholen? Nein, natürlich nicht. Aber mit einem Meißel können wir selbstverständlich Holz bearbeiten. Gerne jeder Schreiner, Tischer, Drechsler kann mir mal gerne beantworten, ob das tatsächlich so schnell geht. Eine Säge. Am Schloss fehlen ein paar Elemente. Was? Ja, warum auch nicht? Na dann, mal losgelegt. Und weg mit dem Schloss. Warum haben die Leute immer so viel Müll im in ihren Kellern? Damit wir was zu suchen haben wahrscheinlich. Ach, total schwitzige Hände, ey. Das ist richtig ekelhaft mit dem Wetter heutzutage. Oder heute allgemein. Hufeisen. Könnte eine Fliege sein oder sowas. Ein Stück Papier. Ein Sack, okay. Und das Stück Papier ist nicht gemeint. Wer auch immer das getan hat, die McGrays, muss die McGrays wirklich hassen. Kommt mir bekannt vor, das sind offensichtlich zwei Brüder. Die Typen haben wir schon mal gesehen irgendwo. Also den hier. Sogar August Nash war seine Marionette. Jemand wollte Elisabeth und mich trennen. Jetzt im Ernst, Hufeisen, eine Pfeife und ein Stück Papier. Pfeife. Hier ist das Hufeisen. Das könnte doch ein
Bild und eine Karte oder sowas sein. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Wo ist denn das? Ja. Aber wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao.